Mit der Gradationskurve in Lightroom können wir zum ersten die Kontraste in einem Bild steigern oder absenken. Weiterhin können wir aber auch Tonwerte beschneiden und Farbstiche im Foto erzeugen, um zum Beispiel einen Polaroid-Look zu erzeugen. Ich möchte mich in diesem Tutorial hier aber erst einmal auf die Kontrastbearbeitung konzentrieren. Zu den zwei anderen Möglichkeiten komme ich dann später im Teil Expertentipps, um euch hier an dieser Stelle damit einfach noch nicht zu verwirren. Doch bevor wir jetzt zu den einzelnen Reglern und Einstellungen hier direkt kommen, möchte ich euch erst einmal diese kleine Grafik hier erläutern, damit ihr wisst, wie ihr ja diese Gradationskurve generell lesen müsst. Um euch das Ganze ein bisschen besser vertraut zu machen, habe ich hier einfach mal ein paar Grafiken vorbereitet und die möchte ich mit euch jetzt erstmal gemeinsam durchgehen. Fangen wir an mit der ersten Grafik. Ja, das ist so eine Ausgangsgrafik, so wie ihr sie hier auch seht, im unbehandelten Zustand. Was haben wir hier überhaupt zu sehen? Oder was bekommen wir hier zu sehen? Wir haben zum einen hier auf der X-Achse, so will ich es mal nennen, meine Tonwerte im Original. Das heißt, wir haben hier auf der linken Seite, im linken unteren Rand, den Schwarzwert. Dann wird das immer heller. Hier haben wir das mittlere Grau in der Mitte und dann eben den Weißpunkt im Foto. Das ist, wie gesagt, die Tonwertverteilung im Original. Und auf der Y-Achse haben wir hier entsprechend die Tonwerte nach der Veränderung, wenn wir etwas am Foto ändern. Das heißt, wenn wir diese Kurve gleich verschieben werden. Da ist hier unten letztendlich der Schwarzwert und dann baut sich das genauso auf wieder bis zum Weißwert. Ja, und im Original haben wir hier natürlich einen linearen Verlauf. Das heißt, der Schwarzwert entspricht genau dem Schwarzwert und der Grauwert genau dem. Das heißt, nichts hat sich geändert. Es ist alles so unbehandelt wie im Original. So, jetzt kommen wir aber schon zur zweiten Kurve. Die sieht man hier auch so ein bisschen. Jetzt haben wir schon eine erste Anpassung gemacht. Wir haben alle Tonwerte ein bisschen abgedunkelt, indem wir diese Kurve hier leicht nach unten verschoben haben. Das heißt, hier natürlich im Schwarzpunkt und auch im Weißpunkt hat sich nichts geändert, aber dazwischen seht ihr, sind wir jetzt zum Beispiel von diesem Originalwert weiter in den dunkleren Bereich gelandet und sind jetzt wieder hier rausgekommen. Das heißt, dieser dunkle Wert, den wir hier haben, ist auf einmal dunkler geworden. So, gucken wir uns das nächste Foto an. Da haben wir genau das Gegenteil davon. Hier habe ich die Kurve ein bisschen angehoben und dieser Wert, den wir im Moment hier noch hatten, im Original, ist jetzt nach oben gewandert und ist sozusagen heller geworden. Also alle diese Tonwerte sind jetzt heller geworden, bis natürlich wieder unsere Grenzpunkte weiß und schwarz, weil die Kurve endet natürlich wieder in diesen beiden Punkten. So, dann gucken wir mal in die nächste Kurve. Das ist so eine typische S-Kurve zur Kontraststeigerung. Hier haben wir nämlich zwei Effekte, die wir eben vorher einzeln gesehen haben. Wir haben hier in den dunkleren Tonbereichen eine weitere Abdunklung der Tonwerte. Das heißt, die Tonwerte wurden einfach noch weiter abgesenkt. Und im oberen Bereich haben wir hier eine Tonwertanhebung. Die Töne wurden heller gemacht. So, und dadurch verläuft diese Kurve letztendlich steiler, was zu einer Kontraststeigerung führt. So, dann haben wir hier wieder das Gegenteil davon, nämlich eine umgekehrte S-Kurve. Und hier wurden die dunklen Töne weiter aufgehellt. Also ist letztendlich hier hochgewandert, ist jetzt so hell, was vorher so hell war. Und die hellen Tonwerte wurden einfach abgedunkelt. Dadurch verläuft diese Kurve hier im mittleren Feld nicht so steil. Sie wird also flacher und damit haben wir eine Kontrastverminderung. Und wie das Ganze in der Praxis aussieht, wollen wir uns jetzt einfach mal im Folgenden angucken. Dafür schalte ich jetzt einfach mal auf dieses Foto hier um. Und als erstes haben wir hier in dem Bereich Gradationskurve zwei Darstellungsformen, zwischen denen wir hier einfach hin und her schalten können. Wir haben einmal die Punktkurve, dazu komme ich gleich später, und eben diese Darstellung mit den verschiedenen Schiebereglern, und mit der wollen wir jetzt einfach mal anfangen. Von Anfang an liefert uns Lightroom erstmal mindestens drei Standardkurven mit, nämlich linear, mittlerer Kontrast und starker Kontrast. Bitte nicht erschrecken über diese ganze Latte hier unten, die habe ich nachgekauft über bestimmte Module. Guckt einfach mal jetzt auf das Bild, wenn ich hier hin und her schalte. Das wäre praktisch die Anpassung. Ihr merkt schon, es hat nochmal einen gewissen Pep im Foto gegeben. Und wenn ich das noch ein bisschen weiter erhöhe auf starker Kontrast, dann seht ihr zum einen, haben wir hier jetzt so eine leichte S-Kurve drin, die ich vorhin schon erläutert hatte. Und ihr habt natürlich auch am Bild gemerkt, dass sich dort einiges an Kontrast nochmal geändert hat. Diese Kurven, die können wir jetzt natürlich nachträglich auch weiterhin anpassen. So, und dafür haben wir vier Regler hier unten, nämlich einen Tonwertparameter für die Lichter, für die hellen Mitteltöne, für die dunklen Mitteltöne, für die Tiefen.
Und wie könnt ihr jetzt mit denen arbeiten? Ihr könnt natürlich zum einen hier einfach die Regler nehmen und die entsprechend verschieben. Ich mache das jetzt einfach mal, indem ich zum Beispiel die hellen Stellen noch etwas heller mache. Ja, die hellen Mitteltöne nicht ganz so, aber auch leicht anhebe. Das wäre die Variante 1. Oder ihr geht einfach hier in diesen Bereich rein und sagt, okay, ich möchte die dunklen Mitteltöne, das zeigt euch hier auch an, entsprechend zum Beispiel noch ein bisschen abdunkeln. Dann würde ich das einfach nach unten ziehen und dann würde sich genauso jetzt hier der Regler bewegt haben. Also insofern ist es egal, ob ihr hier direkt drin arbeitet oder mit den Reglern. Aber ich denke mal, die Regler sind am Anfang auf jeden Fall ja, besser. So, damit habe ich jetzt diese Kurve nochmal nachträglich angepasst. Wir können uns natürlich auch gerne mal einen Vorher-Nachher-Vergleich hier aktivieren. So sah es vorher aus. Das haben wir bis jetzt erreicht. Also insofern könnt ihr dort über diesen kleinen Schalter auch mal schnell einen Soll-Ist-Vergleich machen. So, was haben wir hier aber noch? Ja, solche Bereichsregler, nämlich diese drei Punkte hier, die könnt ihr verschieben. Das heißt, zwischen diesen beiden, ja, zwischen diesen Bereichen, zwischen diesen Reglern haben wir natürlich hier immer unsere Bereiche. Einmal die tiefen, ja, die dunklen Mitteltöne und die hellen Mitteltöne und dann die ja, Lichter. Diese Bereiche könnt ihr gerne verschieben, indem ihr einfach hier mit gedrückter Maustaste sagt, okay, das alles ist noch lichter, dann würde das, was ich hier eingestellt habe, ja für diesen vergrößerten Bereich gelten. Aber ehrlich gesagt, das verwende ich persönlich fast gar nicht. Und wenn ihr euch dann doch mal vertan habt, könnt ihr natürlich hier ganz einfach ja, per Doppelklick wieder das auf den Ursprungswert zurücksetzen. Aber bitte nicht hier draufklicken, weil wenn ihr das macht, das zeige ich euch jetzt einfach mal, dann denkt man vielleicht, es gehen diese vier ja, oder diese drei Schalter einfach zurück. Nein, da werden einfach die anderen Regler wieder zurückgesetzt. Kommen wir nun zur zweiten Darstellungsform. Dafür wechsle ich einfach mal das Foto und schalte hier über dieses kleine Symbol um auf die Punktkurve. So, hier können wir jetzt ja völlig frei eine beliebige Kurve erzeugen. Bitte achtet aber darauf, dass ihr hier bei Kanal RGB eingestellt habt, damit wir auch wirklich nur den Kontrast verändern. Es gibt ja, wie gesagt, noch die weitere Möglichkeit, dort einzelne Farbkanäle auszuwählen, um ja bestimmte Tönungen und sowas im Foto zu erreichen. Aber dazu kommen wir einfach später im Expertenteil. Ja, hier, wenn wir diese Kurve sehen, die ist erstmal standardmäßig, wie wir gerade sehen, linear, nichts hat sich geändert, können wir jetzt einfach ja neue Kurvenpunkte erzeugen und die Kurve an diesen Kurvenpunkten verziehen. Aber bitte setzt nicht zu viele Kurvenpunkte. Weniger ist wie in vielen Fällen einfach mehr und macht sich ja für euch einfacher. Ich brauche zum Beispiel für so eine leichte S-Kurve eigentlich nur zwei Kurvenpunkte, die ich hier einfach mal erzeuge. Ich setze das mal so. Dann setze ich das noch hier und damit habe ich letztendlich schon ja, so eine leichte S-Kurve erzeugt. Und ihr habt auch schon gemerkt, was ich gerade in diesem Foto hier getan habe. Das war vorher, das ist jetzt. Wenn ihr nicht genau wisst, wo ihr einen Kurvenpunkt setzen müsst, also ihr wisst nicht genau, wo ihr das hier ja, ansetzen müsst, könnt ihr gerne hier dieses Zielkorrektur-Werkzeug nehmen. Dann hängt das jetzt per Mausklick an der Maus und jetzt kann ich hier einfach durch das Bild fahren und ihr seht schon, er zeigt euch hier in der Gradationskurve gleichmäßig auf, ja, wo der Kurvenpunkt erzeugt werden würde, wenn ihr an der Stelle klicken würdet. Ja, wenn ich das zum Beispiel hier machen wollte, dann seht ihr, der Kurvenpunkt ist ziemlich weit oben. Ja, nehmen wir mal dahin. Und wenn ich jetzt mit gedrückter Maustaste einfach nach oben fahre, dann würde ich diese Tonwerte erhöhen, die heller machen. Oder wenn ich runterfahren werde, würde ich die abdunkeln. Also insofern habt ihr hier die Möglichkeit, ja auch über dieses Zielkorrekturwerkzeug einfach die Tonwerte grafisch festzulegen und dann ja, zu verziehen. Wenn ihr irgendwann mal, ach so, Werkzeug legen wir natürlich wieder per Mausklick ab, sonst hängt das ewig lange an der Maus. Wenn ihr einen Kurvenpunkt mal wieder löschen wollt, weil ihr einfach 1 zu 4 erzeugt habt, könnt ihr einfach rechte Maustaste auf den Kurvenpunkt gehen und sagen, bitte den Kontrollpunkt löschen. Kommen wir dann auch zum letzten Foto, was ich heute für euch rausgesucht habe. Hier habe ich mal so eine spezielle Kurve erzeugt, um diese Nebelstimmung in Venedig noch etwas zu unterstützen. Und ich möchte euch einfach jetzt zum Schluss zeigen, wie ihr solche Kurve nochmal erstellt und vor allem, das ist ganz wichtig, wie ihr solche eigenen Gradationskurven auch später abspeichern könnt, damit ihr die auch für andere Zwecke wieder zur Verfügung habt. So, ich schalte erstmal zurück auf Linear und ja, erzeugen ist wieder ganz einfach. Kurvenpunkte entsprechend setzen und natürlich so verziehen, dass es euch gefällt. So, ich mache es mal auf die Schnelle hier erstmal nur so. Setzen wir es hier noch ein bisschen. Ja. So, na, ist schon fast zu viel. Nehmen wir wieder ein bisschen runter. So. Ja, und wenn es mir soweit gefällt, dann heißt es einfach, ich möchte das für die Zukunft haben.
ich möchte das speichern und dann brauche ich dieser ja, Gradationskurve einfach nur einen Namen geben und unter diesem Namen könnt ihr es dann später einfach jederzeit wieder aufrufen. Ja, damit bin ich auch am Ende des Tutorials Gradationskurve in Lightroom angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, was man hier alles grundsätzlich in Lightroom mit der Gradationskurve machen kann und wie ihr dieses Werkzeug verwenden könnt. Es wird dann im Expertenteil, wie gesagt, diese erweiterten Themen geben, wie Tönungen und Tonwertbeschneidung für zum Beispiel Polaroid-Effekte und sowas. Ich bedanke mich hier an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Euer Frank von fotologbuch.de.